Hey. Harald von Riva, nicht wahr? Was willst du? Ich möchte meine Bewunderung wegen deines Sieges ausdrücken. Und hier eine Einladung vom Boss. Er will dir persönlich gratulieren. Leb wohl. Will ich dahin? Lies den Brief. Hexer, ich habe von deinem Sieg beim Wegelbuttrennen gehört. Solches Talent darf man nicht verschwenden. Es muss sogar entwickelt werden, und um das zu gewährleisten, muss es großzügig belohnt werden. Wenn du an der Entwicklung oder an der Belohnung interessiert bist, komm mich in meinem üblichen Hauptquartier besuchen, Varese. Sprich mit Hacker über den Brief. Will ich mit Hacker sprechen? Ich sollte endlich mal meine Rüstung reparieren. Hey, Plätze, nein, nicht weglaufen. Plätze, bleib stehen. Weiter so, Plätze. So. Ich muss auf jeden Fall zurück in die Stadt. Nein. Aus. Nein, Plätze, was tust du? Warum? Gerade den Weg zu folgen. Nein, nein. Nein. Das wäre zu einfach. Einfach mal random links abbiegen. Macht man halt mal so, oder? Aber mitten in der Nacht kann ich gar keine Rüstung reparieren. Ach, egal. Ich kann ja meditieren. Erstmal zurück in die Stadt. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Und was ja? Heißt der? Da lang. Oder so ähnlich. Da kannst du hier nicht tun. Ich kann und ich werde. Eines Tages. Meint ihr, ich kann mit einem Schmied vorbei? So theoretisch. Wo theoretisch einer wäre, dann könnte ich meditieren und präparieren und dann weiter zu Hacker. Ordnung muss sein. Ich glaube, ich komme nicht einfach so an einen vorbei. Beweg dich! Benimm dich, Hexer! Ich muss hier hoch. So ist gut. Guten Tag. Hip. Hey, Carlo. Danke für die Einladung. Glückwunsch. Toller Sieg bei Wegelboots. Luke ist ein Riesenidiot, aber ich kann mich nicht erinnern, dass er je verloren hätte. Und so wie du ihn abgehängt hast, hättest du wohl gute Chancen im Palio. Könntest richtig Geld machen. Palio? Nie gehört. Ha. Mann, bist du ein Bauer. Das Palio ist ein Rennen in den nächtlichen Straßen der Stadt. Früher hat jedes Viertel einen Kontrahenten ins Rennen geschickt. Das ist jetzt anders. Du trittst gegen Reiter an, die von Bettlam und Häusen geschickt werden. Aber ich setze auf dich. Okay. Gut, ich mach mit. Fantastisch. Bin schon ganz aufgeregt. Aber lass mich bloß nicht hängen. Ich setze ein kleines Vermögen auf dich. Geh dich vorbereiten. Trink Kamille oder was immer zum Teufel ihr tut. Nein, ich trinke lieber Pfefferminz. Mag kein Kamillentee. Da bleib ich bei meinem Pfefferminztee.
Na, schön ist er schnüffelt. Nö. Ich trinke Eistee. Oh, Eistee ist auch toll. Wir haben keinen mehr. Das Palio ist vor allem ein Rennen der Ehre. Der Gewinner streckt nicht nur eine Siegesprämie ein, sondern erntet auch Respekt. Also, auf die Plätze! Und los, verdammte Scheiße! Lauf doch, Plätze! Ach, lauf doch, du Dreckspferd! Warum rennst du nicht? Bleib doch nicht stehen. Was ist denn hier los? Der da vorne läuft geskriptet. Und da war ein Stein. Das ist mir egal. Ich soll über den Stein drüber hüpfen. Nicht so schnell, Plätze. Warum Plätze? Wer reitet denn so? Mich juckt's. Mit Augen. Ach, Plätze. Aggressionen. Sieh dich, Drecksack. Nö, ich bin erst für mehr Pferdeausdauer. Jetzt können wir nochmal drüber reden, schau. Alter, warum? Das Rennen spannend zu halten. Ich gebe dir gleich spannendes Rennen. Hey. Hacker hat einen guten Riecher, dich zu rekrutieren. Gratulation. Geht doch. Ein halb Meter tief im Boden. Hätte plötzlich stolpern können. Tief durchatmen. Nein, ich will dich nicht küssen. Nein, dann knutsche ich deine Plätze. Das war farbenlos. Viel Spaß. Und mein Geld? Nimm es, du Kesserbastard. Hast es verdient wie keiner vor dir. Tempelwache, verschwinden wir. Wir müssen uns verpissen. Danke, Geralt. Gerne. Scheuklappen. Erstmal Inventar. 40 Panikstufe des Pferdes. Oh, schon mal besser als die Scheuklappen. Ich will nicht das Killige. So, eigentlich wollten wir zu Rittersporn, ne? Upsi. Ach, ist ja hier um die Ecke. So wie ihr erwischt mein Pferd, ne? Dann setzt es aber was. So. Was soll die Eile? Magier. Ach Mann, lass mich durch. So. Schicke Scheuklappenplätze. Ach, sieht doch jetzt ganz hübsch aus hier, oder? Da hinten sind ein bisschen nackt, aber sonst. Ja, was geht? Wie geht's, Dudel? Mittelprächtig. Früher hätte ich vielleicht wunderbar gesagt, aber ich kann nicht klagen. Ich bin noch in einem Stück und nicht auf dem Scheiterhaufen. Das ist gut. Dudu, sag mal, der Halbling Biberfeld ist von einem wohlhabenden Kaufmann zu einem armen Schlucker geworden. Wie? Willst du die lange oder die kurze Version?
Die kurze, bitte. Oh, ich wollte die lange. Ich dachte, Kaufleute profitieren vom Krieg. Manche schon, aber ich habe eine schlimme Schwäche. Ich bin ehrlich. Ich konnte aus dem Leid anderer keinen Profit schlagen. Ich habe Steuern gezahlt, ich habe die Bücher nicht frisiert. Dann sank ein Schiff, beladen mit meinen Gütern. Irgendwie habe ich das überstanden, aber ein zweites fiel Plünderern aus Gellige zum Opfer und damit war ich pleite. Als die Inflation kam und die Zinsraten stiegen, war ich am Ende. Ich muss sagen, meine Katze ist echt gut darin rumzuheulen, wenn man nicht mit nach unten geht. Ich muss sagen, dein Menge ist eine tolle... Oh, da ist sie schon wieder. Vorsichtig in den Stuhl. Komm schon. Er war doch nicht so schlimm. Du verstehst nichts. Ein Doppler nimmt mehr an als nur das Erscheinungsbild. Ich weiß jetzt, was dem Halunken im Kopf herumspukte. Als ich er wurde, verging keine Stunde und ich verspürte den Drang einer Zauberin, die Finger zu brechen. Nach 2 Stunden wollte ich jemanden fehlen. Und dann packte mich eine paranoide Angst vor einer Dopplerverschwörung. Gruselig. Hast du nie überlegt zu gehen und Novigrad zu vergessen? Wieso? Um vom Regen in die Traufe zu kommen? Hier ist der Krieg noch nicht angekommen. Der Hunger steht noch nicht vor der Tür. Auch wenn die Zukunft nicht rosig ist. Aber du musst doch kein Mensch sein. Warum probierst du nicht was anderes aus? Ich habe im Laufe der Jahre schon viele Formen angenommen. Doch das Leben als Mensch ist trotz allem am interessantesten. Immerhin regiert ihr Menschen die Welt. Okay. Pass auf dich auf, du. Oh, diese Frömmler sind nicht schlau genug, um mich zu enttarnen. So, eigentlich wollte ich mit Rittersporn reden. Ah, die Truppe hat hart gearbeitet, wie ich sehe. Nicht übel. Ich liebe es. Vor allem diese Ausstaffierungen an der Wand. Was ist mit Rautleck? Hast du die Plakate bekommen? Rautleck hat gesagt, dass er sie selber bringt. Er müsste bald hier sein. Wunderbar. Besser kann ich das Chamäleon nicht bewerben. Was ist mit der Choreografie? Habt ihr für die Eröffnung was Besonderes vorbereitet? Nicht wir, sondern Polly. Sie ist unbezahlbar. Kam rein und hatte die Mädchen auf Linie, bevor ich Unterwäsche sagen konnte. Bei der Premiere wird es stehende Ovationen geben und kniende gleichzeitig. Ich will den Vogel haben. Du hast gar nicht erwähnt, dass du den Namen änderst. Rosmarin und Thymian war nicht verkehrt, aber man assoziiert themerische Küche damit, serviert von Kellnerinnen im Bauernaufzug. Ein Chamäleon passt viel besser zum Kabarett. Außerdem betont der Name, dass der Ort jetzt ganz anders aussieht. Klingt insgesamt einfach besser. Dann ist wohl alles bereit. Wann ist die Eröffnung? Bald. Wir haben in einer Stunde Kostümprobe. Ich muss nur noch schnell mein Kleid holen. Danke für alles. Keine Ursache. Jetzt will ich aber auch eine gute Show sehen. Träume vom Kabarett werden wohl wahr. Zur Feier eine Runde auf meine Rechnung? Warum nicht? So lobe ich das. Der Vorarbeiter hat dich und Priscilla reden sehen. Das stimmt. Und? Hat sie was über mich gesagt? Ja, dass du fett bist und stinkst. Sie hat was gesagt, was mich an ihrem Verstand verzweifeln lassen. Was denn? Dass du verantwortungsvoll bist und mit beiden Beinen auf dem Boden stehst. Du nimmst mich auf den Arm. Diesmal nicht. Eins lässt mir keine Ruhe. Wie hast du Sophronia dazu gekriegt, dir was zu leihen? Oh, das war nicht einfach. Unsere Vorstellung hat sie so aufgeregt, dass ich ihr 4 Stunden lang was vorlesen musste. 4 Stunden lang der Mantel und der Degen. Spannend. Das heißt, ihr habt also nicht... Bist du irre? Für wen hältst du mich? Also ich dachte echt, die haben
Sie verspätet sich, natürlich. Sie weiß, wie wichtig mir dieser Abend ist. Natürlich weiß sie das. Sie wirft sich bestimmt nur in Schal. Das dauert, weißt du? Dann ist es wahr. Die Eitelkeit der Frauen kennt keine Grenzen. Meister Rittersporn. Priscilla. Sie... Was? Sprich, Mann. Sie ist schwer verletzt. Sie wurde angegriffen. Man hat sie ins Vilmerius-Hospital gebracht. Angegriffen? Sie ist verletzt? Geralt, komm mit, bitte. Natürlich. Gehen wir. Wehe, sie kann nicht mehr singen. Dann bin ich angepisst. Götter, Priscilla, wird sie es überleben? Das halte ich für sicher. Ihr Zustand ist ernst, aber stabil. Verzeihung, aber bist du ein Verwandter? Verwandter? Nein, ein Freund. Ein sehr naher Freund. Rittersporn, stimmt's? Den Namen hat sie erwähnt, als sie kurz bei Bewusstsein war. Ich bin Joachim von Graz, Chefarzt der Chirurgie, bis vor kurzem Dozent an der Akademie zu Ochsenfurt. Der Form ist Genüge getan. Was hat sie für Verletzungen, abgesehen vom Auge? Da wären ein Commotio Cerebri mit kranialem Ödem, dazu eine laryngale Inzision, ferner zervikale und ösophagiale Verätzungen. Jemand hat sie gezwungen, eine kaustische Flüssigkeit zu schlucken. Arschgeigen. Das war also kein gewöhnlicher Raubüberfall. Eindeutig nicht. Es war das Werk eines Irren. Und nicht sein erstes. Wie kommst du darauf? Ich habe diese Verletzungen schon mal gesehen. Die sind nicht mehr. Sehr alltäglich sind sie ja nicht. Gerade diese Woche ist eine Leiche mit ähnlichen Verletzungen in der Leichenhalle aufgetaucht. Und ohne Herz. Das Herr? Das hätte Priscilla also auch passieren können? Wird der Vorfall untersucht? Wir sind in Novigrad. Hier brennen nur die Unschuldigen. Geralt, ich weiß, du hast was gut bei mir, hundertfach. Aber ich muss dich um einen Gefallen bitten. Finde den Bastard, der das getan hat. Finde und töte ihn. Den bringe ich eigenhändig zur Strecke. Du musst mich nicht überreden. Komm schon, Rittersporn, überlegen wir, was wir tun können. Ich würde vorschlagen, dass wir die Leiche des vorigen Opfers untersuchen. Sie muss noch seziert werden. Dabei könnten wir auf Hinweise stoßen. Schaut nicht so perplex, meine Herren. Als Arzt weiß ich um die Bedeutung von Präventivmaßnahmen. Ich würde nicht warten, bis dieser Irre wieder zuschlägt, sondern eine sofortige Exzision anstreben, wie bei tumorösem Geschehen. Wie, ich muss singen? Besser nicht. Die Analogie in allen Ehren, aber dieser Tumor wird nicht da sitzen und auf seine Exzision warten. Ich weiß die Hilfe zu schätzen, aber ich bezweifle, dass du weißt, worauf du dich einlässt. Das weiß ich sehr gut. Und ich versichere dir, ich kann auf mich aufpassen. Leichter gesagt als getan. Vor allem, wenn man sein Leben lang ein Skalpell geschwungen hat und kein Schwert. Sieh dir diese Narbe an. Nur Mut. Hast du eine Ahnung, was solche Spuren hinterlässt? Ein Flegel. Ein Morgenstern vielleicht. Was glaubst du? Habe ich den Schlag am Operationstisch kassiert? Lass mich wiederholen. Ich weiß, was ich tue. Und ich will helfen. Okay. Ob man mich in die Leichenhalle lässt? Durch den Haupteingang? Sicher nicht. Aber man kommt auch durch die Kanalisation rein. Die Kanalisation? Bist du da öfters, Doktor? So oft es zu präventivmedizinischen Maßnahmen erforderlich ist. Alternative Behandlungsmethoden. Aggressive, schätze ich. Interessant. Wir können das unterwegs besprechen. Bereit? Jo, bereit. Bereit und neugierig. Wer immer es war, ich werde ihn kriegen, Rittersporn. Selbst wenn's Hierarch Hemmelfahrt ist. Danke. Den bring ich um. Ich bin angepisst. Voran. Ich wollte mir zeigen, wie gut sie fressen kann. No. Also, hat sie gut gefressen. Der Kanalisation. Worum geht es dabei? Überleg mal. Es ist sehr mühsam, die Opfer von Ertrunkenen zusammenzuflicken. Warum nicht am Problem, statt an den Folgen arbeiten? Wir essen auch immer zusammen. Wir hören nicht alleine essen. Schon eine Weile. Waffe ziehen.
Boah, ich bin ja immer noch überladen, ist ja ätzend. Sonst kommen wir essen. Nee, das schlaft es nicht. Sie kam ja mehr oder weniger, wo wir gegessen haben. Hat halt unser Nachessen bekommen. Alter Junge, du bist im Weg. Voll im Weg. Död. Ist doch död, oder? Död. Död. Död, död, död. Död, död. Ich schiff noch Skellige. Warum? Was soll ich einfach schon wieder die Quiz geändert? Ciao, ciao. Bin ich blöd? Ach da! Saus, bitte die Wahrheit, ohne Umschweife. Ihre Wunden werden heilen, aber Ihre Stimme macht mir Sorgen. Sicher ist dir klar, was ein Stimmverlust für eine Bardin bedeuten würde. Er könnte sie sogar den Lebenswillen kosten. Kann man nichts tun? Ich fürchte, nur dein Freund Rittersporn kann in dieser Hinsicht helfen. Was?